Wir besuchen heute das Verkehrshaus in Luzern. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus der Schweiz. Und Brina und ihr Freund sind gestern bei uns angekommen und eigentlich wollten wir was mit Schnee machen. Schlitten fahren, Schnee genießen, aber ja, ist leider nicht, weil unterhalb von 2000 Metern liegt halt kein Schnee. Und deswegen sind wir jetzt hier nach Luzern gekommen, um ins Verkehrshaus zu gehen. Da gibt es auch einen Dark Ride, den wir heute Nachmittag machen. Chocolate Swiss Adventure, irgendwie sowas. Sieht aus wie Ratatouille. Da bin ich sehr gespannt und besuchen wir direkt mal das Verkehrshaus, weil es ist zwar ein Museum, aber irgendwie so ein spaßiges Museum, also mit viel Interaktion und so. Und ja, freue mich drauf. Und dann werden wir heute Nachmittag dann nach Emetten, wie auch immer es ausgesprochen wird, fahren. Denn da ist unsere Hütte in den Bergen, die werden wir dann heute Nachmittag beziehen. Und dann gibt es heute Abend Raclette in der Hütte. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Jetzt geht es erstmal ins Verkehrshaus der Schweiz. Ja, wir hatten ja das Chocolate Experience Ticket gestern schon bei Get Your Guide gekauft. Das hat 16 Euro gekostet. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, das machen wir später. Jetzt haben wir unser Tagesticket noch gekauft, was 32 Franken gekostet hat. Nur fürs Museum. Es gibt auch ein Angebot für 56 Franken. Da ist dann die Chocolate Experience dabei, das Museum und noch die 3D-Filme. Aber für uns kam es jetzt billiger, das Chocolate separat zu buchen und den Eintritt, weil 3D-Filme haben wir jetzt nicht so großes Interesse dran. Aber es gibt auch alles bei Get Your Guide als Ticket. Ich verlinke euch gerne mal, packe euch die Links unten in die Infobox. So, wir liegen jetzt hier auf dieser Gleitschirm-Experience von Red Bull. Man soll sich fühlen, als würde man mit einem Gleitschirm fliegen. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm, wenn er sich wirklich so anfühlt. Da könnten wir das mal machen. So, dann spielen wir hier diesen Flugsimulator. Schwer. Ja, ich finde meine Hand hier nicht mal. Wird super, ich sehe das schon. Ich fliege auch nach Warschau. Wo ist denn die Landebahn? Funktioniert trotzdem nicht. Ich hab's verkackt. Ich bin abgestürzt. Was hast du nochmal für eine Ausbildung? Kein Pilotenschein. Ja, es gibt hier auch einen Außenbereich, wo man hier Flugzeuge sehen kann. Da kann man auch wohl reingehen ins Flugzeug. Da gibt es irgendwie eine Brücke. Hier in das Flugzeug kann man auch reingehen. Hier gibt es auch ganz viel für Kinder, also so Laderampen. Können die Kinder hier so beladen spielen. Ich weiß gar nicht, was da hinten noch ist. Irgendein Tunnel.
Also es wird hier schon einiges geboten. Da fahren irgendwelche Kinder auf so Bussen. Ich weiß gar nicht, was da hinten mit diesen Straßenschildern alles ist. Es gibt hier schon viel zu sehen. Ja, wir sind ja durchs Hans-Erni-Museum gelaufen. Das ist aber eher so eine Kunstausstellung. Also jetzt sind wir hier im Bootsbereich. U-Boote, Boote, ganzen Motoren von Booten. Also die Ausstellung ist tatsächlich, also das Museum ist ein bisschen kompliziert, würde ich nicht sagen, undurchsichtig, wo was ist und wo man was findet und so weiter. Ja, also beim ersten Mal steigt man jetzt auch gar nicht durch, wo was Interaktives ist und wo nicht. Also man hat zwar den Guide, aber ist schon alles ein bisschen schwieriger zu durchschauen. Kann man nicht zu zweit drehen. Und Prina, zu welchem Berg fahren wir? Also ich habe Videos gesehen, da war das noch durchsichtig. Ah, jetzt ist es durchsichtig. Naja, milchig. Ja, aber durchsichtiger als... Und wo fahren wir hin? Ah ja, Hollywood Studios. Stimmt, Skyliner. Wir sind jetzt zurückgelaufen zum Raum- und Raumschiff-Space-Bereich. Denn hier gibt es die Space Transformer, das haben wir eben schon gesehen. Nur dann haben sie wieder Pause gemacht und dann meinte sie, um 12:45 gibt es jetzt den nächsten, also es gibt nur 3 Slots während des ganzen Tages. Und wir haben jetzt 12:45, früh genug hier, um das jetzt mitzumachen. Wir sind auch die Ersten, die hier sitzen. Und es ist ein begehbarer Würfel, der sich um seine diagonale Achse dreht. Bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ich rutsche. Jetzt liegen wir bestimmt gleich. Wir stehen jetzt und jetzt bestimmt. Boah. Ich glaube, wir liegen gleich. Ach du Scheiße. Boah. Ich sag ja, wir liegen. Was? Auf unten. Fällst du schon? Also im Video kommt es wahrscheinlich gar nicht so rüber, was wir gerade so gefühlt haben, aber irgendwie erst stehen wir, dann liegen wir, dann liegen wir, dann stehen wir wieder. Dann sagt sie, wir sollen stark bleiben, dann falle ich auf Prina drauf. Es war auf jeden Fall abgespaced. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Also genau so sieht das aus, dieser Würfel. Der dreht sich halt in sich selbst. Hier gibt es eine Art Crash-Test. Es gibt 2 Uhrzeiten und man fährt mit 10 km/h
gegen die Wand. So sieht das Auto aus, wenn es mit 50 km/h gegen die Wand fährt. Also schon ein bisschen demolierter. Jetzt mit 10 km/h. Da kannst du noch durchgucken. Oioioi. Ach, ich hasse sowas. Hi, Simone. Okay, das ist eine Ecke. Ich hasse sowas. Das geht's nicht. Da sind doch überall Teile, Simone. Aber ich habe Angst, dagegen zu laufen. Vorsicht, nicht zu schnell fahren. Ne, hier geht's nicht. Doch. Ich hasse Spiegellabyrinthe. Sind Sie gut unterwegs? Ja, ich bin richtig schnell unterwegs. Dann kannst du gegen die Wand. Ja, aber hier geht's nicht mehr weiter. Ja, hier im Formel-1-Bereich gibt es so einen Red Bull World of Racing Simulator. Da sind mir die Uhrzeiten, also ja. Leider sehr wenig frequentiert, für die Masse an Menschen eigentlich gar nicht alles zu schaffen, zu machen. Also ist natürlich sehr schade, aber man kann sich dafür die Formel 1 Wagen jetzt hier anschauen. Wir haben jetzt Hunger und es gibt einen kleinen Snack. Pizza für 9,50 Franken. Ich habe jetzt für beides 14,30 Franken bezahlt, also ungefähr 5 für den Eistee. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken und dann geht es noch weiter. Wir müssen noch durch die Eisenbahnstation und dann müssen wir noch zur Swiss Chocolate Adventure. Ich habe jetzt das Pesto auf der Pizza verteilt und es schmeckt echt gut. Und Sina meint, vom Preis geht es auch, aber ja, der Schweizer Preis ist halt normal. Heute Abend gibt es ja bei uns Raclette. Was wir sehr gerne gemacht hätten, ist diese Red Bull Die Edge Matterhorn VR Experience. Leider gab es keine Tickets mehr, es hat aber auch gefühlt nur 2 Stunden offen am Tag. Und da klettert man mit einer VR-Brille das Matterhorn hoch. Richtig mit Kletterwand und so weiter. Also sah im Video richtig cool aus. Ja. Leider nicht diesmal, aber vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Thank you.
wir gehen jetzt zur Swiss Chocolate Adventure. Und das ist ein Dark Ride, der geht ungefähr eine halbe Stunde insgesamt, die ganze Experience. Und ja, ist so ein bisschen wie Symbolika im Efteling. Ein bisschen auch wie Ratatouille, aber nicht in 3D. Und ja, da lernen wir was über die Schokoladengeschichte und am Ende gibt es auch, glaube ich, Schoki. Ist doch nicht die Name? Nein, wir gehen nicht in die zweite Reihe. Auch nicht mit irgendwelchen Kindern. Ija Maha, guten Tag. Ich bin Verwalter in einem Kakaolager in Ghana, Westafrika. Was bitte haben Kakao und Ghana mit Schweizer Schokolade zu tun? Und wie wird ein Alpenland zum Schoggiland? In den nächsten 20 Minuten erfahren Sie mehr. Also ganz von vorne. Die Kakaobohne stammt aus Mittel- und Südamerika. Kakaba heißt sie bei dem alten Maya vor über 1000 Jahren. Sie und auch Azteken trinken den Kakao ungesund. Bitter. Riecht bitter. Jedenfalls bringen die spanischen Seefahrer vor 600 Jahren die Bohnen nach Europa. Die Adligen lieben das Getränk, aber nur mit Zucker. Später pflanzt man Kakaobäume in allen die Bauern in den kleinen Anbauflächen, bis die Kakaoernte wirklich atmet. Die schlechten Straßen machen das Ganze auch nicht einfach. Und manchmal fehlen auch die Fahrzeuge. Deshalb arbeiten wir hier in Ghana mit lokalen Sammlern. Die Bauern bringen hier. Zum Gedeihen braucht der Kakaobaum Wärme, Schatten und Feuchtigkeit. Genau das findet ihr im Unterholz des tropischen Regenwaldes zwischen Bananenstauden, Kokospalmen und Mangopflanzen. Die zarten Blütenbüschel werden durch kleine Mücken und nicht etwa Bienen bestäubt. Innerhalb 5 bis 8 Monaten wachsen die Kakaoschoten direkt am Stamm. Sie sind bunt gefärbt und haben die Form eines Rugbyballes. Der immergrüne Kakaobaum trägt gleichzeitig Blüten und reife Früchte, das heißt, die Bauern können das ganze Jahr über ernten. Bei der Ernte werden die Früchte mit einer Machete abgetrennt und halbiert. Das Fruchtfleisch mit den 20 bis 50 bohnenförmigen Samen wird herausgelöst und etwa eine Woche lang zwischen Bananenblättern gegärt. Dabei entwickeln die Bohnen ihren Geschmack, ihr Aroma und ihre Farbe. Die Gärung ist deshalb ebenso wichtig wie die Kakaosorte und das spätere Rösten in der Schokoladenfabrik. Die kleinen Bauern bringen Bohnen in Kübeln ins Dorf. Dort trocknen die Bohnen 1 bis 2 Wochen lang frei. Früher rollte man die getrockneten Kakaobohnen in Fässern über die Urwaldpfade zum Hafen. Heute transportiert man sie in Säcken ins regionale Sammellager. So. Zuverlässigkeit ist für mich als Einkäufer einer Schokoladenfabrik nämlich ganz wichtig. Die braucht es bei den weltweit vernetzten Transport- und Logistiksystemen. Sonst könnten wir hier in der Schweiz keine Schoki produzieren. Denn egal, ob wir Kakao importieren oder Schokolade exportieren, ohne Schiffe, ohne Eisenbahn, ohne Lastwagen würde nichts laufen. Gar nichts. Bei meinem Händler bestelle ich ausdrücklich Kakao aus Ghana. Bei ihm kann ich sicher sein, dass die Verwalter für gute Qualität sorgen und sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Wichtig ist natürlich auch der Preis. Der geht munter hoch und runter, sage ich Ihnen. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen vom Wetter. In einem trockenen Jahr zum Beispiel wird die Ernte kleiner. Wir Einkäufer müssen dann schauen, dass wir genügend Kakao in erstklassiger Qualität finden und prompt steigt der Preis. Der Kakao gelangt mit dem Schiff von Ghana nach Amsterdam. Die Säcke mit den Kakaobohnen werden in Containern transportiert und die müssen sauber, trocken und gut belüftet sein, damit kein Schimmel entstehen kann. Vor jeder Lieferung untersuchen wir eine Probe in unserem Labor. Ist alles in Ordnung,
kommt der Kakao mit der Eisenbahn von Holland direkt in die Fabrik. So, genau 90 Sekunden, genug geredet. Weiter geht's. Industrie- und Dienstleistungsunternehmen prägen die Schweizer Wirtschaft. Und doch braucht es die Schweizer Bauern für die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel. Denn zwei der drei wichtigsten Rohstoffe für Schweizer Schokolade stammen aus der Schweiz. Milch und Zucker. Im steilen Gelände der Alpen ist Ackerbau kaum möglich. Deshalb halten die Bauern dort Kühe und produzieren Milch. In Kannen geht die Milch auf Reisen. Im Kofferraum, auf dem Anhänger des Traktors oder mit Handfahrern. Von den Sammelstellen im Tal gelangt die Milch mit Tanklastwagen in die Fabrik. Dort wird die Frischmilch zum Milchpulver verarbeitet, einem wesentlichen Bestandteil von Milchschokolade. Für die Schokoladenproduktion musste früher roher Zucker aus exotischen Ländern eingeführt werden. Heute pflanzt man dafür Zuckerrüben im Schweizer Flachland. Im Herbst bringt Traktoren und Güterzüge die Rüben zur Verarbeitung in die Zuckerfabrik. Am Ende fließen die weißen Zuckerkristalle. An einem Ort schließlich werden Milch, Zucker und Kakao zum Qualitätsprodukt Schweizer Schokolade vereint. In der Schokoladenfabrik. Schauen Sie, gerade werden die Güterwagen mit dem Kakao aus Amsterdam entladen. Es beginnt meine Arbeit als Schokoladenmeisterin. Zuerst, wir mischen die verschiedenen Kakaosorten. Da hat jeder Hersteller sein eigenes Rezept. Und es macht seine Schokolade unverwechselbar. Und ist absolut streng geheim. Aber ich weiß es natürlich. Aber von mir erfahren Sie nichts. Natürlich, die Bohnen müssen sehr sauber sein. Deswegen werden sie zuerst gründlich gereinigt. Als nächstes werden die Bohnen geschält und die Kerne zu Splittern gebrochen. Viele machen Kakao im 17. und 18. Jahrhundert für normale Bürger unerschwinglich teuer. Vom französischen Königshof erreicht Schokolade als Modegetränk die europäischen Adelshäuser. Wanderarbeiter bringen erstmals Essschokolade in die Schweiz. 1825 gründet François-Louis Cailler die erste Schokoladenmanufaktur der Schweiz. Die Industrialisierung mit ihren dampfgetriebenen Maschinen macht Schokolade erschwinglicher. 1826 entwickelt Philippe Suchard den Mélangeur, eine Maschine zum Vermischen von Zucker und Kakaopulver. Gezielt verkauft Suchard seine Produkte auch an ausländische Touristen und macht Schokolade so zum beliebten Andenken an eine Schweizer Reise.
Daniel Peter versucht jahrelang Milch und Schokolade zu kombinieren. Erst mit Kondensmilch hatte er Erfolg. Mitte der 1880er Jahre bringt Peter feste Milchschokolade auf den Markt. Sie ist bis heute die beliebteste Schokoladensorte. 1879 erfindet Rodolf Lind die Conche. Mit dieser Maschine massiert er die Schokolade tagelang, bis sie flüssig und zart schmelzend wird. 20 Jahre später verkauft Lind sein Patent und seine Fabrik an Rudolf Sprüngli. Daraus entsteht Lind und Sprüngli, heute einer der weltweit führenden Schweizer Schokoladenhersteller. Und das Conchieren gehört längst zu jeder Schokoladenproduktion. Als Schokolatier kreiere ich die Schokorezepte. Ich bin quasi Komponist der Traumreihe. Mein persönlicher Favorit ist die dunkle Schokolade. Sie besteht vor allem aus Kakaomasse, Kakaobutter und etwas Zucker. Je höher der Kakaoanteil, desto kräftiger der Geschmack. Meine Frau hat lieber Milchschokolade. Für sie mische ich Milchpulver unter die dunkle Schokolade. Und ganz anders meine Töchter, denen schmeckt weiße Schokolade am besten. In weißer Schokolade, das wissen die wenigsten, hat es gar keine Kakaomasse, sondern nur ein Extrakt der Kakaomasse, wie auch die Kakaobutter, dann Zucker und Milchpulver. So einfach ist das. Werfen wir einen Blick auf die Herstellung von Milchschokolade. Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker und Milchpulver werden gemischt und zu einem feinen Pulver gemacht. Die Partikel der Mischung werden so fein, dass ich sie mit der Zunge gar nicht mehr spüren kann. Hier sind wir erst bei 18 Mikrometer. Das muss noch ein wenig kräftiger gemacht werden. So warm und flüssig lässt sie sich schwer verkaufen. Geil. Ja, wunderbar. Können wir den nochmal sehen? Ja, hier, herrlich, diese Konsistenz. Ja, nehme ich. Macht lustig, oder? Gut, bringen wir sie also in Form. Für Tafelschokolade lasse ich sie in angewärmte Kunststoffformen fließen. Beim Abfüllen achte ich genau auf die Temperatur, damit die Schokolade schön glänzt und knackig bricht. Schön, okay. Luftbläschen verschwinden durch kräftiges Rütteln. Im Kühlschrank wird die Schokolade langsam fest und wir lösen sie aus der Form. Bingo! Jetzt braucht es nur noch eine Verpackung. Die fertige Schokolade muss bei konstant 14 Grad gelagert und transportiert werden. Da verlasse ich mich auf meine Kollegen von der Logistik. Sie organisieren die Transporte und überwachen weltweit die Temperaturen in den klimatisierten Kühlcontainern. Ja. Wie aber entstehen Hohlkörper aus Schokolade? Wie zum Beispiel diese hohle Kugel. Ganz einfach. Wir füllen etwas Schokolade in eine Form aus zwei Hälften und setzen die Form in eine Schleudermaschine. Beim Schleudern entsteht eine gleichmäßige Schokoladenschicht. Kühlen. Eventuell mit einer feinen Creme füllen, wieder kühlen, et voilà. Meine ganz große Liebe, die gehört der Kreation von Pralines. Zum Schwachwerden. Ich hole mir gleich noch mehr. Ah. Kommt jetzt der Höhepunkt? Probieren Sie selbst.
Sehen, riechen, hören, tasten und schmecken. Schokolade spricht alle unsere fünf Sinne an. Der feine Glanz zeugt von Qualität. Dicht unter der Nase riecht man die feinen Aromen am besten. Am satten Knacken erkennt man hochwertige Schokolade. Komm, Automat. Das war die Schoki Experience oder die Chocolate Experience. Wirklich cool gemacht. Es gibt ja das Swiss, das Lindt-Museum in Zürich. Da läuft man halt durch und so weiter, kann man auch viel mehr Schoki probieren und so weiter. Und das hier ist im Prinzip der Dark Ride dazu, wo einem die Geschichte halt erzählt wird. Man kann sich berieseln lassen und normalerweise kommt am Ende so ein Arm runter und dann unser Zug ist da, unser Aufzug. Und da kommt am Ende der Schokolade wieder hoch wahrscheinlich. Und dann geht der Arm runter und dann kommt da eigentlich Schoki raus, aber das ist wohl aktuell defekt. Ja, deswegen gab es jetzt am Ende ein bisschen Schoki. Lindt-Schokolade sieht man jetzt nicht, diese Kugeln, diese Lindor. Auch ich liebe die übrigens, eine meiner Lieblingsschokolade. Ja, das war's. Wie gesagt, kostet 16 Euro, wenn man es nur machen möchte. Im Ticketpreis für 52 Franken auch enthalten. Und ja, auf jeden Fall hat uns super gefallen, mal was anderes in so einem Dark Ride, so ein Museum zu machen. Richtig cool. Ja. Der hier gibt es verschiedene Lindt Sorten, die mit den Nüssen kenne ich noch gar nicht. Kann man sich den dann kaufen auf Grammbasis. 100 Gramm, 5 Franken. Ich habe mir jetzt hier Flüssigschokolade gekauft für 2,50 Franken. Und weiße? Ich weiß nicht, ob die weiße haben. Steht. Im Bild ist weiß. Okay. Also auf dem Bild ist weiß. Ja, also wie gesagt, ohne Topping, mit Topping wäre es irgendwie 3,50 Franken. Und das ist die Schokolade bei der Dame, die aus dem Brunnen kommt. Also richtig schön schokoladig. Brina hat sich auch Schoki geholt, aber weiße Schoki, auch ohne Topping. Und? Ich habe schon gesagt, so eine Erdbeere. Oder eine Banane. Können wir nochmal in den Hangar gehen, die Bananen holen? Also es ist sehr lecker, wie flüssig Schoki. Regnet es? Oh nein, ich habe keinen Schirm dabei. Ja, jetzt müssen wir zum Auto laufen. Ja, und das war mein Video hier zum Verkehrsmuseum der Schweiz in Luzern. War ein wirklich schöner Aufenthalt. Also man kann hier auch wirklich echt 1 bis 2 Tage, so lange, wenn man die ganzen Aktivitäten machen will, verbringen. Es gibt hier viel zu erleben, vor allem aber auch für Kinder. Wir waren jetzt natürlich mitten zwischen den Jahren da, Ferienzeit, Urlaubszeit. Also es war schon relativ voll mit sehr, sehr vielen Kindern. Dennoch haben wir das Beste draus gemacht und die Schokoladen-Experience am Ende war natürlich das Highlight. Ja, jetzt fahren wir in unsere Hütte und werden da jetzt mal einziehen und gucken, wie es da so ist. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.